Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei meinem Schulfrau und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Reveal. Falls ihr den ersten Part verpasst habt, könnt ihr das gerne nachholen, ist in der Beschreibung verlinkt. Ein ultra klasse Horror-Game. Ich werde jetzt hier nichts neu erklären oder so, deswegen schaut auf jeden Fall in den ersten Part rein, wenn ihr hier up to date sein wollt. Und wir sind jetzt schon wieder in unserem Raum gefangen, nehme ich mal an, oder? Ist hier wieder abgeschlossen? Natürlich. Oh, but I should check the music box. Schon wieder verschlossen, aber dieses Mal ist die Puppe direkt drauf. Die Ballerina. Okay. Die Box geht wieder auf. Ist wieder der Schlüssel einfach hier drinne? Tatsächlich. Ah, knew it. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Moment kommen wird, wo da auf einmal kein Schlüssel mehr drinne ist. Aber same thing happened again. Am I still dreaming? I need to figure this out. Na, das ist die Frage, ob wir wirklich träumen oder. What was that dream? What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? Jeder sollte glücklich sein, aber das ist wohl nicht immer so. Und Martha ging es gar nicht gut, das stimmt. Oh, das Bild hier ist neu. Das. Das Bild hier ist neu. Alle anderen Bilder sind schwarz. Und die Musik spielt wieder. Wir machen die Musik mal aus. Ja, Martha hat uns angegriffen am Ende der letzten Episode. In unserem Traum. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier wirklich träumen oder was zur Hölle hier abgeht. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist jetzt zu. Das war noch offen beim letzten Mal. Also gehen wir mal runter. Was ist das hier für ein creepy Kopf? War der letztes Mal auch schon da? Kann ich hier durch eigentlich? Kann ich. Aber muss ich hier durch? Ich würde noch mal gern in. Okay. Doris Zimmer ist verschlossen. Was haben wir hier? Daniels 7. Geburtstagsparty. Es ist Backyard Dinosaur Land. Also eine. Eine Dinosaurier-Geburtstagsparty. Sehr cool. Sehr cool. Okay, hier ist irgend so eine. Scratchmarks? Ja, Kratzspuren und irgend so eine Pflanze. Aber wo sind wir jetzt? Not where the kitchen should be. Die Küche sollte eigentlich nicht hier sein, aber sie ist hier, Walter. Sie ist hier. Strange. Martha doesn't like takeout. Especially not pizza. Und Martha mag kein bestelltes Essen, besonders nicht Pizza. Also alle Hinweise deuten darauf hin, dass irgendwas mit Martha und Dory passiert ist und die garantiert nicht mehr hier bei uns. Der Schlüssel. Ein Schlüssel. Food in the fridge. But there's something else. The garage key. Who put that in here? Den Garagenschlüssel. Okay. Ist das für die Tür, durch die ich eben wollte, die verschlossen ist? Ah, warte, wir gehen erstmal hier hoch. Ne. Das hier ist die Garage. What the hell? What is it doing up here? Weiß ich auch nicht, was die Garage hier oben macht. Ich bin kein Mathematiker. Was ist hier? Take things home to fix them. Manchmal bringe ich Dinge nach Hause, um sie zu reparieren. Ja, okay. Hier diese. Diese ekelhafte Clownspforte, dieser Durchgang. Oh, eine Säge? Ah, ich dachte, ich könnte die benutzen, aber kann ich nicht. Okay, was müssen wir hier machen? Hier sind ja schon wieder Pfeile, die nach links zeigen. This wonderful world. Mysteries of nature. Die Mysterien der Natur. Ah, da haben wir hier ein Bild. Ah, hier, guck mal, hier kann ich reingucken. Oh, what is that supposed to be? Martha hat mir hat mir was von diesen Cisterian Numbers erzählt. Okay, warte mal. Haben wir. Ah ja. Ich glaube, ich. Ja, nur die Beine sind übrig. Ich glaube, wir müssen diese Puppe zusammensetzen. Und müssen dann irgendeinen Code hier knacken irgendwie.
Ist das hier der Code? Warte mal, weil die Zahlen sind ja auch hier oben, überall. Ah, nee. Nee, das sind andere Symbole. Oh. Okay, dann Moment. Da, ah, hier. Das Ding hier müssen wir knacken. Okay, warte, was ist denn... Was ist denn hier jetzt die Kombination? Man hat immer so 1, 2, 3. Also eine Zahl ist scheinbar immer zusammengesetzt aus verschiedenen Symbolen hier. Was ja bedeuten müsste, wir haben hier... Nee, ich raff's nicht. Doch, warte mal. 3. 3 und 5 und 2? 2, 3, 5? Für das hier hinten? Okay, warte mal. Lass mich mal kurz das Schloss hier checken. Ja, hier kommen ja aber auch keine Zahlen. Hier kommen ja gar keine Zahlen. Hier kommen ja andere Symbole. Hä? Okay, ich bin... Warte mal. Ich bin komplett aufgeschmissen gerade. Moment. Immer mit der Ruhe. Also. Wir haben hier diese... Martha hat mir von den Cisterian Numbers... Zisterzinischen Nummern erzählt. Jetzt haben wir hier drei Zahlen. Diese drei Zahlen zusammen... Also beziehungsweise immer drei Symbole zusammen ergeben eine... Zahl. Aber was soll ich mit diesen Zahlen machen? Ich kann das hier jetzt lösen. Habe ich was zum Schreiben? Nee. Aber ich könnte die hier jetzt lösen. Aber ich kann dir dann nicht sagen, was ich damit machen muss. Weil ich habe gedacht, wir müssen die jetzt einfach hier eingeben. Aber hier kommen ja irgendwelche anderen Symbole. Das hier am Zahlenschloss sind die Symbole, die hier auch an den Wänden sind. Ne? Und ich denke mal auf dem Bild, wie gesagt, ist hier diese Zirkuspuppe. Und ich schätze mal, die Teile, die fehlen hier, die sind hier in der Kiste drin, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber... Das alles hilft mir jetzt gerade erstmal trotzdem nicht weiter. Warte, was ist hier? Warte, neues Stage Light. Repair Rope. Winch. Okay. Clown-Tür reparieren. Stand auch auf dem Zettel. Ein Laserpointer, der dann an die Figur dran gebaut werden muss. Scheinbar. Ah, guck mal. Der Arm. Okay, warte mal. Vielleicht muss ich doch erst die komplette Puppe einfach zusammensetzen. Ja, hier ist der Rest. Ah. Guck mal. Zack. Und... Zack. Und wahrscheinlich muss ich die Zahlen, die ich hier rausfinde, hier eintragen am Torso... Am Handgelenk und hier oben und dann zeigt der Laserpointer auf das entsprechende Symbol. So. Dann haben wir hier bei der Nummer 1. Warte mal, was haben wir hier als erstes? Eine... Alter, es ist wirklich nicht einfach. Aber wir müssten hier eine 4 haben. Ne, das hier. Das, eine 4. Also ich glaube, wir haben gar nichts, ne? Nichts, dann eine 4 und nichts. Hä? Also muss ich einfach nur hier oben auf 4 drehen, oder was? Nein, auf 4. Das ist falsch. Das ist ziemlich... Ah, ne, warte mal.
Doch, das wäre, also laut meiner Theorie gerade war das richtig, aber okay, warte. Aber warte, dann ist das hier bedeutet ja 1, ne? Das hier bedeutet ja 1, also muss ich die anderen beiden Positionen auch auf 1 drehen, logischerweise. Oh, weil die stehen ja hier ganz falsch. Auf 1 und auf 1. Nee. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Warte mal. Okay. Hä? Warte mal, das erste könnte aber halt auch eine 2 sein. Es könnte halt auch 2, 4, 1 sein. 2, 4, 1. Dann müsste ich das hier auf 2 drehen. Oh, like this? Aha! Und dann haben wir das Symbol. Okay. Also man muss es wirklich... Ja. Ja. Das ist... folgendes Symbol. Okay. Knacken wir mal die nächste Zahl. Die nächste ist ein bisschen... ist das schwieriger? Ich weiß es nicht. Ja, es ist definitiv schwieriger. Yo. Aber eine 4. Eine 4, ja. Eine 4, eine 1 und eine 4. 4, 1, 4. Also 4. 4. 1. 4. Aha. Ah, das ist das Symbol. Alright. Wo ist es? Da. Okay. Das funktioniert. Dann jetzt die letzte Zahl. Die letzte Zahl müsste sein 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2. 3. 5. Like this. Und hier haben wir dann... Hä? Ah, im Schädel das Symbol hier. Okay. Schauen wir mal. Das hier? Wo ist es denn? Ach Gott. Das hier. Let's see what's inside. Okay, was ist ein Schwert? I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. Okay, ich habe ein Schwert gefunden, das ein Geheimfach im Griff hat. I just need to twist the hilt and it should come off. Okay, wir drehen es auf und finden there's something inside. Eine geheime Botschaft. Thompson. Circus. 7 years. And there was an, at least 40 hours weekly. Assumes all risk and responsibility for her own safety. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? Okay, warte. What the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Aber Martha hat's auch unterschrieben. I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Okay, warte. Wir lesen uns das einmal durch. Ein Vertrag. Bedingungen und Konditionen. Dory ist über einen Zeitraum von 7 Jahren beim Zirkus unter Vertrag. Beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung. Dieser Vertrag ist rechtskräftig und vor Gericht vollstreckbar. Während dieser Zeit wird Dory in allen Zirkusshows und Events auftreten, wie vom Zirkusdirektor auferlegt. Das beinhaltet einen vollen Probetag vor jeder Show und Trainingseinheiten für mindestens 40 Stunden pro Woche. Dory erhält ausreichend Essen, Beherbergung und medizinische Versorgung, während sie beim Zirkus unter Vertrag steht. Der Zirkus versichert, dass diese Maßnahmen alle relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen. Für alle ihre Auftritte erhält Dory vom Zirkus eine faire und angemessene monatliche Entlohnung, die vom Zirkusdirektor bestimmt wird. Jede verpasste Show wird den monatlichen Lohn reduzieren, basierend auf der geplanten Anzahl an Shows für den jeweiligen Monat.
Dieser Lohn wird gemäß aller zutreffenden Gesetze und Regulationen gezahlt. Beim Erreichen des 18. Geburtstags wird Dory von diesem Vertrag entlassen und wird freigestellt, andere Beschäftigungsaussichten wahrzunehmen. Der Zirkus haftet nicht für etwaige Verletzungen oder Schäden, die Dory während der Auftritte erleidet. Dory übernimmt alle Risiken und Verantwortung über ihre eigene Sicherheit und Gesundheit, während sie beim Zirkus unter Vertrag steht. Im Falle eines tödlichen Unfalls erhalten die Eltern eine Summe von $1,000. Beide Parteien einigen sich in gutem Glauben auf die Bedingungen dieses Vertrags. Jeder Vertragsbruch kann zu gerichtlichen Folgen führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadensersatz und Unterlassungsanspruch. Mit ihrer Unterschrift stimmen beide Parteien den Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags zu. Den haben wir unterschrieben. Walter Thompson, Martha Thompson, 1961. Wir haben eben gesehen, ganz am Anfang vom Game, also nicht eben, für euch in der letzten Episode, dass wir Mai 81 hatten, also 20 Jahre nach Unterzeichnung dieses Vertrages. Das bedeutet ja auch, oder lese ich hier was falsch? Das bedeutet ja aber auch, dass Walter komplett in seiner Traumwelt hängt, weil seine Tochter ja gar nicht mehr klein sein kann. Weil hier steht definitiv 1961, auf dem Kalender am Anfang vom Game stand, ich bin mir ziemlich sicher, 1981. What the hell? A train? Und, oh, wo sind wir jetzt? Zurück im Zirkus? Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass das der Grund ist, warum Walter und Martha sich so gestritten haben. Weil sie unbedingt wollte, dass Dory für den Zirkus arbeitet und Walter das nicht wollte. Aber er hat es unterschrieben. Ah, wir sind im Zug. Wir waren gerade im Zug. Ah. Der Zirkuszug, ihr erinnert euch. Der Zirkuszug, mit dem die sonst von Show zu Show gereist sind, der aber eigentlich nicht mehr in Betrieb ist. Aber den Geruch kenne ich. Was ist denn hier drin? Ist da ein Löwe drin oder was? Manchmal haben wir bei der Fütterung geholfen. Hier ist die Puppe wieder mit dem Laserpointer. Wow! Alter! Ein scheiß Elefant! Digga! Very sweet animal, but the circus was not the right place for her. Nobody should be locked up like that. Ja, niemand sollte so eingesperrt sein, das stimmt wohl. Hier ist wieder die Puppe. Junge, hat der Elefant mich erschreckt, Alter. Where are we going? Ja, keine Ahnung, wo wir hinfahren. Next would be the sleeping compartments. Der Schlafzug. Schläft hier denn auch irgendwo jemand, oder? Scheint alles ziemlich leer zu sein, nicht wahr? Walter und Martha hier drin. That was our cabin. But unsere Abteilung. Spent my nights in the workshop. Was haben wir hier? Oh, Sammelobjekt. Und ein kleiner Comic. Hey Lena, was machst du? Ich mache bei einem Spuck-Contest mit. Kann ich zusehen? Natürlich. Okay. Hier noch Bilder und alles. Also scheinbar haben Martha und Dory hauptsächlich hier geschlafen. Wir haben meistens in der Werkstatt gepennt. Oh, warte mal, kann ich... Oh, da ist die Puppe drin. Kann ich in alle Abteile rein? Kann ich in die anderen Abteile auch? Oh, ja. Tja, wir haben ein Haus gekauft. Wir haben ein Haus gekauft. Ein Haus gekauft, das wir uns nicht leisten konnten. Super. Rodney der Clown. Okay, wir gehen mal weiter. Keine Ahnung, warum diese creepy Puppe uns folgt. Aber das kann nichts... Huh! Ein anderer Zug. Made the long journeys a little more bearable. We mostly had canned food stocked.
Meistens schön Konserven auf Vorrat. Und hier haben immer alle Zirkusbewohner gechillt oder was hier in der Lounge. Ist schon cool so, ne? Hier mit so einer Sitzecke kannst du schöne Zigarre schmökern und einen Gin Tonic trinken auf der Zugfahrt. Würde ich fühlen. Würde ich fühlen. Und eine Runde Schach spielen. Let's go. Magnetisches Schachspiel, ja, klar. Für Zugfahrten definitiv besser. Ich liebe Schach. Ja, ich bin... Ich glaube, dem Walter geht's gar nicht gut. Wie gesagt, die Kalenderzahlen sind 20 Jahre auseinander. Er denkt, Martha und Dory machen immer noch ihre Shows, aber ich glaube, das alles... Ich glaube, das alles ist schon längst vergangen. Längst vergangen. Und Walter hängt hier irgendwo fest. In seinem Kopf, in seinem Hirn. In se- Oh! Ey! Junge, die Puppe! Oh, ich bin wieder beim Elefanten! Kann ich hier rein? Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Ich versteck mich, ich versteck mich. Oh, ich kann mich nicht verstecken, oder? Oh! Oh, shit! Ich dachte, ich kann mich verstecken. Aber ich kann mich nicht vor der Turbopuppe verstecken. Ich dachte... Oh, shit. Geht direkt wieder los. Ich dachte, ich kann mich im Elefantengehege verstecken, aber... Dem war wohl nicht so. Okay, dann laufen wir einfach weiter. Ah, nee, warte, ich muss... Ah, ich muss hier rum. Deswegen war die Tür offen. Okay, einfach weg vor dem Ding. Ich wusste, dass irgendwas mit dieser creepy Puppe noch passieren wird. Und oh ja. Sehr gut. Ah ja, okay. Wir beeilen uns, obwohl das wahrscheinlich nicht lange halten wird. Aber wir versuchen mal... Okay. Ah, wir brauchen... Was? Ich soll den Hebel finden. Wir können den kompletten Zug abkoppeln. Also den einen Waggon. Und damit das Ding loswerden. Ist es schon frei? Nein. Ist hier irgendwo... Da ist nur eine Zange. Kein Hebel. Kein... Was? Oh! Danke dir. Dann mal los. Schnell, schnell. Let's go! Let's go! Ja, los! Ziehen! Puh! Das war knapp! Das hoffe ich auch, dass es weg ist, mein Lieber. Das hoffe ich auch. Alter, war das creepy. How do I get off this train? Can I even leave or am I trapped in this nightmare? Ich glaube, du bist für immer in diesem Albtraum gefangen, mein lieber Walter. Ich glaube... Er hat immer noch da irgendwelche Erinnerungsfetzen, die zurück... Was ist das? Erinnerungsfetzen, die zurückkehren von Martha. Schon wieder unsere Werkstatt. Die Martha klingt ja wirklich richtig wie eine spaßige Persönlichkeit, hä? Wir brauchen dich nicht, sagt sie. Sie braucht dich nicht, sagt sie. Wir sind immer noch im Zug. Aber der Zug sieht... From this awful circus. I have to save Dory from her. Wir leben ab sofort bei Onkel. Nicht mehr zu Hause. Was ist hier los? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mit Dory irgendwas passiert ist. Irgendein Unfall im Zirkus, nachdem die sich getrennt hatten.
und Walter seitdem irgendwie komplett im Delirium ist. Das ist die Erklärung, die ich habe. Der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Er erinnert sich an irgendwelche Sachen, die gesagt wurden. Er weiß nicht mehr, wann was gesagt wurde. Er weiß nicht mehr genau, welches Jahr wir haben. Komplett. Oh, jetzt sind wir sogar auf dem Dach. Hier, wir laufen auf dem Dach vom Zug. Das Ding steht schon Kopf. Und wo sind wir jetzt? Alter. Es ist nichts mehr übrig von dem Zug, Mann. Wir laufen einfach irgendwo im Nichts rum. Irgendwo im Nichts. Wo sind wir? Der Maschinenraum. Okay. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Irgendwelche Hebel ziehen? Paar Räder drehen? Hier ist eine Tür. Okay, warte. Irgendwas müssen wir garantiert bedienen. Irgendwas werden wir hier... Oder soll ich zurückgehen? Das sieht auch einfach nur ziemlich creepy aus hier, um ehrlich zu sein. Warte, kann ich? Ne, ich bin... Ist abgeschlossen. Okay, wir sind im Maschinenraum eingeschlossen. Irgendwas werden wir hier machen müssen. Die Frage ist, was? Ich kann jetzt keinen von diesen Hebeln ziehen. Das funktioniert schon mal nicht. Hier kann ich nicht weitergehen. Der Weg ist versperrt. Oh, doch. Ne, ich kann die nicht bedienen. Mir werden hier zwei lustige Handsymbole an... Ah, warte mal. Looks dead and cold. Sie... Oh! Whoa, what's going on? It sounds like it's gonna explode any minute. Ich soll den Druck rauslassen. Okay, okay, okay. Druck ablassen, Druck ablassen. Wo denn noch? Hier? Es wird schlimmer. Da, Druck, 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 Druck ablassen. Noch hier. Hier. Oh shit, oh shit. Das hier? Wo denn noch? Da? Und hier? Alter! Alter, nein! Der ganze Kessel ist in die Luft geflogen. Ich glaube, ich muss schneller diese Hebel bedienen. Oh nee. War das richtig? Nee, es war nicht richtig, oder? Doch. War das richtig? Dass das in die Luft geflogen ist? Vielleicht ist das auch unser Schicksal gewesen. Vielleicht ist der Kessel in die Luft geflogen, als wir versucht haben, ihn zu bedienen. Und wir liegen irgendwie im Koma oder so. Könnte ja sein. Vielleicht erleben wir unsere Vergangenheit nochmal. Aber ich weiß es nicht. Aber das werden wir jetzt bestimmt rausfinden. Aber ich glaube so langsam, dass wir irgendeinen Unfall hatten, der uns... Kann ich hier durch? Kann ich, ja. Hallo? Hier ist ein Fernseher.
komme ich hier hin, Mann? Da steht was. Ah, nee, ist ein Fahrrad. Muss ich hier lang? Ah ja. Wieder die Telefonzelle. Klingelingeling. Hallo, was steht da? Behind you? Wo komme ich denn jetzt hin? Alter, dieses Spiel. Das ist wahnsinnig. Wo kommen wir denn hier hin? Ich bin echt gespannt, was hierbei rauskommt. Was ist das Schicksal von Walter? Was mit seiner Frau und seiner Tochter passiert? Wo wachen wir denn jetzt auf? Im Zirkus? Oh, oh. Wir sind im Zirkus. What happened to the train? Der Zug ist explodiert, Bro. Where am I now? Ja, wir sind wieder hier. This is beim the circus. Zirkus. Martha's rehearsing tonight. Yes. So on. I need to get there. Alter, jedes Mal. I've got a bad feeling in here. Jedes Mal erinnert er sich an irgendwas. Jetzt hat Dory angeblich, oder was hat er gerade gesagt, Martha oder Dory? Irgendeine Testaufführung oder so? Und hier ist wieder Zohan again. Zohan. I wonder what he sees Zohan sees in your future. Schauen wir mal. Tonight, the stars align. It is the best time to achieve your goals. Aha. Das war's, oder was? Danke für nichts, Mann. Oh, etwas kam aus der Maschine? Oh. Tod. Die Tarotkarte Tod. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also irgendwer ist auf jeden Fall mies draufgegangen. Entweder Walter selbst und wir erleben sein Leben, wie es an ihm vorbeizieht. Seine Frau ist draufgegangen oder seine Tochter oder beide. Oder alle. I can't believe I have to do the next show alone. How could she get sick now? Alter, Martha. Did you two go to the lake again? In this cold? Also diese Martha scheint extrem egoistisch zu sein. Jetzt muss sie die nächste Show alleine machen und sie ist sauer deswegen, weil ihre Tochter krank ist. Sehr, sehr egoistisch. Kein netter Zeitgenosse. Wenn ich jetzt nichts unternehme... Oh mein Gott. Vielleicht hat Walter auch Martha irgendwas angetan. Hat ihre Probe... Ne, sie ist ja Seilakrobatin. Hat vielleicht ihre Probe sabotiert, damit sie abstürzt oder so. Oh no. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal rein in den Zirkus. Wir werden schon sehen, was passiert. Er will alles für seine Tochter tun. Und Martha, die will alles nur für sich tun. So, wo müssen wir hin? Everything is so surreal. House of Terror. Wir müssen hier geradeaus rein, ne? Big Show. Haupteingang. Martha und Dory. Der Nelson Bros Circus. Aber, Alter, hier ist ja alles. Junge, wie sieht's denn hier aus? Ja, der Sturm hat uns definitiv erwischt, ja. Muss ich hier durch? Wahrscheinlich, ja? Ich glaube nicht, dass hier jemand ist, Bruder. Hier. Was ist das für ein Geräusch? In die Hocke gehen. Hat er seine eigene Frau umgebracht? Damit seine Tochter nicht
im Zirkus arbeiten muss, 7 Jahre lang, gegen ihren Willen. Die Dory und Martha Show. Zau? Ach, keine Ahnung. Martha must still be in here. Martha muss noch hier sein. This doesn't feel right. Es fühlt sich falsch an, sagt er. Da ist sie. I need to hurry. Martha ist am Proben und wir müssen uns beeilen. Aber für was müssen wir uns beeilen? Das hat er nicht wirklich gemacht, oder? Up here is the rigging. Holy shit, er hat's wirklich getan. Hier ist die Aufhängung, sagt er. Und ein Bolzenschneider. What the hell? Stop. Why am I doing this? Stop. No, I won't let you take my child away. Whoa. Dory? Was? War Dory mit auf dem Seil? Hat er beide umgebracht? Hat er aus Versehen seine Tochter mit umgebracht? Er wollte seine Frau erledigen, damit sie seine Tochter nicht zur Arbeit zwingt im Zirkus? Und hat beide umgebracht? Oh, now I remember what I did. I murdered Dory. But why? It doesn't make any sense at all. Oh, Martha, why would I do this to you? Er hat seine Frau und seine Tochter umgebracht. There had to be another way. Yeah, I picked the worst possible one. Why? Oh, how could I believe this would help you in any way? I am so sorry. Aber wo sind wir jetzt gerade? I need to find a way out of here. Jetzt muss er einen Weg aus dem Wald finden. Oh, I can't see a thing. Is that a flashlight there? Wieso wache ich mitten im Wald auf? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier in dem Spiel irgendwie die Möglichkeit gibt zu wählen. Ja, dass man vielleicht, also, dass man die nicht umbringt oder so. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Taschenlampe mit. Und this. Oh. It seems like something has to be put in there. Oh! Oh God, what was that? Was zum Henker war das? Irgendwas ist da hinten im Wasser. Holy shit. Also ich muss 3 Gegenstände finden, die da reinpassen. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Er hat seine Frau und sein Kind umgebracht. Was zur Hölle? Aber schauen wir erstmal, dass wir... Da ist der Zirkus. Schauen wir erstmal, dass wir finden, was wir suchen. Was auch immer wir suchen. Ich weiß ja gar nicht, was wir suchen. Bro, wo zur Hölle sind wir hier? Das sieht ja absolut... Ah, warte mal, da ist ein Tisch. Ist hier was? Nee. Nichts, was wir mitnehmen können. Da leuchtet irgendwas. Ich gehe mal drauf zu. In der Hoffnung, dass es nichts Lebendiges ist. Teile unserer Küche. Nee, Teile unseres Büros. I tried, but I was not cut out for office work. Okay, er hat wohl mal versucht, im Büro zu arbeiten. Das hat aber wohl nur so semi-gut funktioniert. Groceries.
Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Oh! Punishment? Oh, there must be a way out of this forest. War das Martha? Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Okay, die Glocken besser nicht berühren. Wahrscheinlich alarmieren wir damit dieses Ding. Aber das war scheinbar gerade gescriptet, ne? Ich meine, ich konnte nicht wegrennen vor dem Teil. Jo, wie creepy. Hier oben Teile vom Zirkus. Keine Glocken berühren, ganz wichtig. Warte, können wir rein in den Zirkus? Vielleicht finde ich da drinne hier etwas, das ich suche. What is the tent doing here? I somehow feel drawn to it. Da ist so ein Teil. What is that? I feel Zack. Strangely drawn to it. Mysteriöse Kugel. Looks pricey. Eine Uhr? Yeah, but it couldn't be mine. But it feels like it belongs to me. Okay, keine Ahnung. Wir haben eine Uhr eingesammelt in so einem Ball. Das ist auf jeden Fall einer der Gegenstände. Wir gehen zurück. Was sind das für Schritte? Nee, ich geh ins Zelt, ich geh ins Zelt. Oh Mist. Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann mich im Zelt verstecken. Aber ich konnte mich nicht mehr... Ich konnte mich quasi nicht so wegteleportieren. Gerade war das Zelt ja noch wie so ein Durchgang, aber dann nicht mehr. Warte, habe ich den Gegenstand aber? Nein. Doch. Den einen habe ich. Okay. Fehlen noch zwei Kugeln. Junge, dieses Spiel macht mich fertig. Der einzige Vorteil ist jetzt natürlich, dass wir mehr oder weniger scheinbar so oft draufgehen können, wie wir wollen jetzt hier in dem Bereich. Während diese Mutanten-Version von Martha uns hier im Wald jagt. Und wir diese Kugeln suchen. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Richtung, wo wir eben als erstes gegangen sind. Wo sie uns ja dann irgendwann erwischt hat. Da konnte ich aber auch nichts machen. Sie ist einfach aufgetaucht. Aber... Die ganze Zeit hat geklopft. Na, ich bin mir ziemlich sicher... Guck mal, hier können wir nämlich auch noch hoch. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher, dass hier hinten garantiert auch irgendwo... so eine Kugel ist. Ich glaube, da hochgehen bringt nichts. Wir gehen... Wir folgen mal weiter dem Weg hier. Weil da war ja dann dieses Schild, das Schild hier, genau, mit Grocery Shop. Lebensmittelladen, Supermarkt. Oder taucht sie hier jetzt jedes Mal auf und stoppt uns? Ja. Ja. Ich kann die Lampe übrigens nicht ausmachen. Die ist einfach hier, die Lampe. Da drüben ist sie, oder? Alter, ich bin hinterm Baum! Ach, come on! Ey! Nein, ich kann hier nicht runter! Nee! Nein. Oh. Mist! Alter! Dieses Vieh. Okay, okay, okay. Sie taucht immer da auf. Sie taucht immer da auf, wenn ich da hinten hin will. Entweder müssen wir sie irgendwie umgehen. Also irgendwie ganz anders. Die Kugeln bleiben da, okay. Also entweder müssen wir sie ganz anders umgehen oder wir sollen da einfach nicht hin. Kein Plan. Oh, guck mal. Wir gehen mal hier lang. Wir gehen mal hier lang. Ah, das Game ist ja wirklich anders wild, ne? Was ist das da hinten? Ach, Wasser. Diese ganzen Glocken, die hier rumhängen. Okay, aber das hier sieht doch auch vielversprechend aus. Hier ist so eine Staffelei, wo Martha ja immer gemalt hat.
Und ich denke mal, so wie bei dem Zelt eben, müssen wir jedes Mal durch so eine Pforte gehen. Wie in Episode 1 durch diesen Spiegel. Um immer diese Sachen zu finden. Diese Kugeln zu finden. Oh, was ist das da drüben? Schritte gehört? Hier ist... Nee! Halt's Maul! Oh, the gas station. I remember. Yes! I didn't mind taking over the night. Oh, ich hab's wieder in so ein Portalding geschafft. After 2 weeks when they found me drunk behind the counter. Hier ist wieder eine Kugel. Irgendwas ist da drin. Keine Ahnung was. Aber wir haben noch eine Kugel gefunden. Alter, dieser dämliche Plattenspieler hat sie angelockt. Sie kam hinter uns her. Was steht hier? Walter, ich muss dir leider mitteilen, dass ich mich schweren Herzens dazu entschieden habe, dein Arbeitsverhältnis bei mir mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich weiß, du brauchst das Geld. Dennoch ist die Sicherheit und das Wohlbefinden meiner Angestellten und der Kunden meine oberste Priorität. Oh, Derek was a nice guy. Hm. I didn't know what to do with myself besides drinking. Ja. Oh! Walter war wahrscheinlich einfach nur am Saufen an der Arbeit, nachdem er seine Frau und seine Tochter umgebracht hatte. Oder war das noch vorher? Naja, oh, hier ist auch ein Autoschlüssel. Kann ich den... Ich nehme sie einfach mal mit. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwie hier raus und zurück zum Anfang kommen, ohne dass wir erwischt werden. Beziehungsweise wir können uns auch einfach erwischen lassen. Dann kommen wir ja auch zurück. Aber Alter, was? Wie sieht das Teil aus, bitte? Ach, come on. Ja, ja. Man hat auch keine Chance. Ja, das Ding spottet dich. Du bist Game Over. Ist es vorbei. Aber nicht schlimm, wir haben die Kugel und wir behalten die Kugeln, ja? Das ist das Einzige, was zählt. Kugel wird eingesetzt. Und nun suchen wir Nummer 3. Warum wird mir das jetzt hier schon angezeigt? Okay, aber ich kann noch nichts reinlegen. Ich glaube immer noch, dass ich in die Richtung da hinten muss. In Richtung vom Grocery Shop. Ich muss sie da irgendwie austricksen. Ich muss sie irgendwie umgehen, um zum Supermarkt zu kommen. Weil gerade war so ein Ding in der Tankstelle. Eben war eins im Zirkuszelt. Wahrscheinlich wird noch eins hier in diesem Laden sein. Ich werde sie dann nur irgendwie halt umgehen müssen. So, da taucht sie dann jetzt wieder auf, ne? Diesmal laufen wir nach links. So, ich laufe jetzt einfach hier links runter. Und hier ganz außen lang. Hier sind überall Glöckchen, wir müssen aufpassen. Da hinten ist sie. Psst. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich versuche hier unten lang zu schleichen. Nein, 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 nein. Nein! Oh, shit. Halt's Maul, halt's Maul. Hier ist der Laden! Nee, das ist die Tankstelle! What? Alter, Ich bin einmal im Kreis gelaufen zur Tankstelle. Okay, das heißt aber auch, dass ich da nicht hin muss. Okay, das Game. Wild. Gut. Wir müssen auf jeden Fall nicht... Okay, ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Hä? Aber wo soll dann... Wo soll dann das letzte Ding sein? Die letzte Kugel. Ich
gehe einfach mal jetzt hier oben hin, in den Wald. Aber hier waren wir ja schon. Also, wir können ja einmal ganz hier links lang gehen. Hier beispielsweise über diese Brücke. Oder was ist hier? Irgend so ein Krimskrams? Hier, über diese Brücke bin ich noch nie gegangen. Das machen wir jetzt einfach mal. Denn vielleicht ist ja hier gleich irgendwas. Da ist schon wieder so ein Tisch für Büroarbeit. Da kann er jetzt wieder sagen, oh ja, ich wollte mal im Büro arbeiten. War aber kacke. Nee, er sagt gar nichts mehr. Okay. Dann folgen wir einfach mal diesem Zaun. Und ich bin schon wieder bei der Tankstelle. Hä? Ich bin schon wieder bei der Tankstelle? Wie? Okay, warte, dann gehen wir jetzt hier unten lang. Hier ist noch eine Brücke. Und da leuchtet irgendwas. Ja, hier ist was. Dorys Zimmer. Rein! Dory. Sie war da. Ja, sie sucht uns jetzt draußen. Aber wir sind zum Glück schon hier drin. Eine Art Kette hier drin. Wir nehmen es mit. Die letzte Kugel. Dog Tags, Erkennungsmarken. Okay. Puh. Okay. Wir... Oh Mist, ich kann mich nicht verstecken hier drin. Ach egal, wir lassen uns erwischen, wir lassen uns erwischen. Oder ich renne einfach. Ich renne einfach, mal sehen, vielleicht bin ich ja schneller. Vielleicht bin ich schneller als das Vieh. Weil hier sind wir schon wieder. Da, rein mit der Kugel. Let's go. Was passiert jetzt? Wow. House of Terror. Das ist das Ding. Die Geisterbahn. Das ist das Ding, was wir ganz am Anfang vom Game gesehen haben. Erinnert ihr euch zurück? Da soll ich jetzt reingehen. House of Terror. Rein in die Geisterbahn. Nun gut. Dann machen wir das. Dann soll ich mitfahren? Oh, ich muss mitfahren. Ich habe da auch ein ganz mieses Gefühl. Aber was soll schon schief gehen, ja? Wenn man in einem Horroralbtraum, wo man von was weiß ich verfolgt wird, noch mit einer Achter- oder Geisterbahn fährt. Na, guck mal. Ist die Szene vom Anfang vom Game. Oh, Löwen. Geister? Noch mehr Geister? Oh! Wir fahren hier hoch. Hallo, herein? Herein! Guck mal, wir sind hier oben. Oberhalb vom Zirkus. Es blitzt. Der Blitz schlägt ein am Zelt. Jetzt hier durch diesen Tunnel durch, oder was? Was ist das? Achso. Wow! Alter, das Ding schon wieder. Mit dem Laserpointer. An die Stelle kann ich mich nicht erinnern. Nicht schlimm, ich auch nicht. Dorys Zimmer. Dory! Dory! Oh! Die Gemälde. Was ist das? Das Dory mit verbundenen Augen? Diese Kapuzenfiguren. Oh, shit. Wo sind wir hier jetzt? Alter, was ist das alles? Was waren das für Geräte? Da haben wir... Bilder?
mehr Bilder. Das. Ah, das ist Walter. Walter und Martha. Walter und Martha lernen sich kennen. Verloben sich und heiraten, ha? Huh? Und Walter und Martha bekommen ein Kind. Die kleine Dory. Guck mal. Dory kommt auch in den Zirkus. Und Walter versucht es irgendwie alles zu handeln. Seine Tochter, seine Frau, die beide zum Zirkus wollen. Er will nicht, dass seine Tochter zum Zirkus geht. Und hier der alte, verfallene Zirkus. Und die beiden, wie sie auf dem Drahtseil tanzen. Auf dem Hochseil. Bis... bis das Seil gekappt wird. Von Walter. Und die beiden für immer... für immer weg sind. Jo, wir fallen. Das... ist das... ist das Dory? Dory! Kann ich... Okay. Ich nehme es zurück. Wo fallen wir hin? Oh, was war das? Alter, was zur Hölle war denn das? Sah mega creepy aus. War es eine Spinne? Alter, das Game ist wirklich crazy. Oh, jetzt machen wir wieder im Zimmer auf. Ein weiteres Mal. Zurück zu Hause. Was ist das für ein Geräusch? Walter geht's gar nicht gut. Alter, das klingt wie ein Alarm. Ist das ein Wecker? Back in our house. Am I finally awake? Oh, draußen ist irgendein Alarm, ja? Alter, wow. I can't see a thing. What time is it? Keine Ahnung, wie spät es ist, Bro. Oh, this room is a mess. Ja, hier ist alles. Alter, da ist eine Überwachungskamera. Is that a camera? Oh, wir werden hier überwacht. In our house? Who's watching? Wir sind wirklich garantiert eine Gefahr für die Gesellschaft und sind hier eingeschlossen und unter stetiger Beobachtung. Kann das sein? Oh, es ist nicht mehr abgeschlossen. Dann schauen wir doch mal. What is that noise? Irgendein Alarm hier. Irgendein Alarm. Oh. Das Layout hat sich geändert. Die Küche. Everything's falling apart. Jo. Ich glaube, Walter ist komplett im Delirium, wirklich. Schon seit Jahren. Seit Jahren. Ist die Tür offen oder brauche ich einen Schlüssel? Ist offen. Ah, hier ist der Rest vom Haus. Auch alles komplett da draußen. Wisst ihr, also, guck mal. Diese Alarme sind direkt hinterm Fenster. Da sind Betonwände. Ich glaube, wir sind hier wirklich komplett weggeschlossen. Schon länger. Oh. Ja, guck mal hier. Irgendwelche Räume, die sich verschieben. Die Tür zu Dorys Zimmer geht aber auf. Und... guck mal, wir sind in irgendeinem Studio. These are props. Is everything a stage? Who built this? And why? Das ist Sohan. Hier ist der Rest vom Zirkus. Auch alles Requisiten. Alles Requisiten. Das Geräusch von Regen. Einfach nur hier zugebaute Wände. Nichts ist echt. Nichts ist echt. Und was passiert hier, wenn ich den Knopf drücke? Dann... Martha und Dory.
who would do something like this. Dann fallen da zwei Puppen runter, die dann wieder weggekarrt werden. Alter. Wo sind wir hier eingeschlossen? Hier geht noch immer ein Alarm, da sind Überwachungskameras. Oh, da geht es ganz schön tief runter. Hier ist das Atelier. I don't know what's going on. I just want to get out of here. Bro, ich weiß auch nicht, was abgeht. Frag mich nicht. Uff. Marthas Atelier. Noch mehr Überwachungskameras. Und guck mal, und alle... Ah ne, die schauen irgendwo hin. Ich dachte gerade, die richten sich auf mich. Das sieht... Alter. Hier sind ganz viele Akten und so. Komische Räume. Oh shit. Erinnert euch an die Kratzspuren an den Wänden. Als... Oh, where the hell am I? Oh mein Gott. Wo zum Henker bin ich? Hier ist die Garage jetzt. Hier der Laserpointer. Der Zug. Eine Kamera. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Freunde, wir gehen mal hier lang. Oder auch nicht. Daher kommen die Kratzspuren an den Wänden, Freunde. Aha. Stein für Stein wird dieses Irrenhaus fallen. Ah, ich glaube, Walter weiß schon länger, dass er hier eingesperrt ist und versucht irgendwie rauszukommen. Oh. Wir haben was erreicht, glaube ich. Ich glaube, der versucht schon länger hier raus zu entkommen. Nur seine Erinnerungen und seine Medikamente lassen es, glaube ich, nicht so richtig zu. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Immer noch der Alarm. Und... What? Sind wir jetzt außerhalb von diesem Ding, wo wir festgesessen haben? Vielleicht. Das ist alles ein riesiges Set. Holy hell. This place is huge. Das kann man nicht öffnen. How the fuck did I get here? Das ist verdammt riesig. So, was haben wir hier? Guck mal hier. Verschiedene Räume. Is that supposed to be me? Warnung, potenzieller Ausbruch festgestellt. Circus, großes Finale. Fehler beim Laden der Sequenz. Pflege benötigt. Haus 02. Haustürfehler. Anlagentür geöffnet. Jetzt kann ich hier raus, oder was? Oh, ist das Blut? Ist das... Oh, shit. What are you doing out here? Put that down. Nipp. Wir hatten eine Waffe. Oh, what is going on with my head? Wir hatten eine Waffe, glaube ich. Wir sind ausgebrochen und wir hatten eine Waffe. Wir haben auf irgendjemanden geschossen. Hier, Maintenance, Wartung. Schauen wir mal. Wo kommen wir hier hin? Looks like a workshop. Oh. Gut beobachtet, mein Lieber. Ah, hier ist, guck mal, hier ist das Ding. Isn't that Dory's? Dieses Murmelrennen-Ding. Also, ne, müssen wir mal kurz festhalten. Wir sind definitiv in 1980, ne? Also wir sind definitiv nicht in 1980. Auch nicht in 1960. Keine dieser Jahreszahlen stimmt. Keine Ahnung, in welchem Jahr wir sind, aber... Definitiv nicht so weit in der Vergangenheit. Wo kommen wir hier hin? Norn. Norn Corporation.
01 bis 02, Exit. Exit. That has to be an exit. Ja, aber wird der einfach so aufgehen, der Ausgang? I doubt it, ja. Damn, locked. There has to be another way. Das geht bestimmt. What the hell do I do now? Die Tür hat sich jetzt auch geschlossen. Oh, this headache is killing me. An office. Ah, okay. How many people work here? Ich habe hier irgendeine Abteilung geöffnet. Oh! I think he's dead. Der ist definitiv tot, Bro. Der ist die. Hier, das haben wir geöffnet. Alter, hier ist alles voller Blut. Klingelt ein Telefon? Oh! Noch zwei Leute, die tot sind. Schusswunden. Was zum Henker? Hier können wir. Non-Corporation. Liam Kennelly. Subject 7 was also on the screen in front of my house. Yeah. But it says Liam Kennelly. That's not my name. What the fuck is going on here? Wir lesen das jetzt mal durch hier. Ich glaube, wir sind ein Straftäter. Ich glaube, wir sind ein Straftäter. Die Norn Corporation sperrt Straftäter ein und pflanzt ihnen neue Erinnerungen ein, dass die so einen Albtraum immer wieder durchleben müssen. Aber wir lesen erstmal. Die Liam Kennelly Scouting-Bericht Zusammenfassung. Wir sind Subjekt 07. 35 Jahre alt, männlich. Verschiedene Nebenjobs, Highschool abgebrochen, Einkommen gering, Wohnsituation allein. Hintergründe. Liam Kennelly brach die Schule ab, als er 15 Jahre alt war. Aufgrund einer missbräuchlichen Beziehung zu seinen Eltern beendete er früh jeglichen Kontakt zu ihnen. Er ist sehr kurz danach der Armee beigetreten, aber laut Aufzeichnung ist er nach ein paar Monaten aufgrund einer Härtefallregelung entlassen worden. Er kehrte nach Hause zurück, um seinen kranken Vater zu pflegen, der 3 Jahre später verstorben ist. Danach zog er erneut um und konnte seitdem keinen festen Arbeitsplatz finden. Er hält sich mit vielen Nebenjobs über Wasser. Einschätzung: Soziale Kontakte. Subjekt hat keine bekannte Familie oder Freunde. Er lebt ein zurückgezogenes und isoliertes Leben ohne soziale Interaktionen. Emotionale Bindung. Subjekt hat keine bekannten emotionalen Bindungen. Körperliche Fähigkeiten. Subjekt hat keine bekannten körperlichen Einschränkungen. Motivation. Subjekt hat bekannte finanzielle Probleme und Schulden, was fehlende Motivation und fehlenden Antrieb vermuten lässt. Zusammenfassung. Basierend auf den gesammelten Informationen erscheint Liam Kennelly ein perfekter Kandidat für das Erinnerungstauschexperiment zu sein. Das ereignislose Leben des Subjekts reduziert das Risiko zurückkehrender Erinnerungsreste. Seine Vorgeschichte bezüglich finanzieller Probleme und fehlendem Antrieb lässt auf einen vorteilhaften Geisteszustand hoffen. Die psychischen und physischen Attribute des Subjekts sind ausreichend, um das Verfahren zu ertragen. Vielleicht doch keine Straftäter, sondern nur wahnwitzige Experimente. Warte, wir haben hier noch einen Log. Überwachungsprotokoll 86. 17.05.2017. 9.15 Uhr. Subjekt erwachte und hatte anscheinend einen schlechten Traum. Details zum Traum sind unklar. Kein Anzeichen dafür, dass dies mit einem Erinnerungsrest zusammenhängt. 11.30 Uhr. Subjekt verhielt sich seltsam in einem Verbindungsflur. Das Wartungsteam schaut sich das nach der Schicht mal an. Immer noch keine Anzeichen für Erinnerungsreste. 12.44 Uhr. Wahrnehmungsdurchbruch hätte bereits eintreten müssen, aber Subjekt zeigt weniger Zeichen als normal zu diesem Stadium des Zyklus auf. 3 Uhr nachts. Merkwürdiges Verhalten des Subjekts hält an. Verfrühter Abbruch des Zyklus ist empfohlen. Und dann haben wir hier noch eins für Eliza Baker. Basierend auf den gesammelten Informationen. Keine geeignete Kandidatin für Erinnerungstauschexperiment. Dann haben wir noch Clint Edwards. Ist aber auch ein geeigneter Kandidat. Okay, und wir haben nochmal eine Türsteuerung. So. Da haben wir jetzt die Skull-Abteilung noch geöffnet. Also wir sind Teil eines Erinnerungstauschexperiments. Uns wurden fremde Erinnerungen eingepflanzt. Aber zu welchem Zweck? Keine Ahnung. Erinnerungen von irgendeinem anderen Menschen, ne, scheinbar diesem Walter, wurden uns eingepflanzt, wieso auch immer. Oh, der ist auch tot. Warum auch immer. Aber ich hoffe, wir finden das gleich noch heraus. So, Skull-Abteilung. Hi, Bro. Ziemlich tot hier alle, ne? Aber warum sind die alle tot? Ich meine, wir können die ja nicht alle getötet haben. Wir waren ja noch in unserem Haus. Wir waren ja noch in unserem Raum.
Hier eine riesige Serverabteilung. Und, okay. Oh, was haben wir hier? Aber die sind alle tot. Subjekt 02, verstorben. Subjekt 14, verstorben. Haus 02 Fehler, Haus 06 Fehler. Subjekt 34 verstorben, Subjekt 19 verstorben, Subjekt 12, Subjekt 42 verstorben und verstorben. There it is again. Noch ein weiterer PC. Alter. Liam Kennelly. Zyklus. Also ich glaube, jeder Zyklus ist, dass man einmal diese Erinnerungen durchlebt. Jeder dieser Zyklen hier ist einmal, dass diese Erinnerung, die einem eingepflanzt wurde, durchlebt wurde. Subjekt 01 ist in Zyklus 0 verstorben. Subjekt 2 in Zyklus 1. Verstorben in Zyklus 3. Verstorben in Zyklus 67. Verstorben in Zyklus 12 in 21. Und wir leben noch in Zyklus 87. Mary Hughes lebt auch noch in Zyklus 31. Alicia Smith lebt auch noch in Zyklus 42. Okay, sind nicht alle tot. Ein paar Subjekte leben scheinbar noch. Oder hier steht zumindest kontrolliert. Und hier ist noch ein Bericht von uns. Wahrscheinlich Log 24, wahrscheinlich Zyklus 11. Okay. Beobachtung, 10.15 Uhr. Scheint sich an Streits mit Martha zu erinnern. In diesem Zyklus brach das Unterbewusstsein früher durch als erwartet. Neue Erinnerungsräume scheinen den erwünschten Effekt erzielt zu haben. 11.30 Uhr. Subjekt bemerkt die Unordnung in seinem Zimmer. Die Wahrnehmung des Subjekts scheint sich zu verschieben, um unsere geplante Zimmeranordnung freizugeben. Immer noch keine Anzeichen auf Erinnerungsreste. 12.44 Uhr. Erster wirklicher Wahrnehmungsdurchbruch erfolgte im Badezimmer. Braucht weitere Untersuchung, aber scheint mit dem vorhergehenden Zyklus übereinzustimmen. Das ist von 2003! Eben das Protokoll war von 2017. Wir sind seit mindestens 14 Jahren hier drin, wahrscheinlich noch länger. 15 Uhr. Subjekt konnte für ca. 2 Minuten in Marthas Zimmer nicht beobachtet werden. Schien etwas in einer Zimmerecke zu suchen. Junge, dann hier Subjekt 08. Haben die alle die gleichen Erinnerungen? Subjekt hat lebhafte Träume. Subjekt möchte den naheliegenden Park besuchen. Subjekt hat leichte Kopfschmerzen. Okay, aber ich glaube, die haben unterschiedliche Erinnerungen, oder? Ja, hier, oh, Subjekt wurde bewusstlos im Arbeitszimmer gefunden. Subjekt wurde als verstorben erklärt. Alter, okay. Wir haben jetzt mal noch zwei Türen geöffnet. Aber irgendwer muss hier ja überlebt haben, muss entkommen sein und eine Waffe gehabt haben. Irgendwer hat die anderen hier ja erschossen. Warte mal, was ist das hier? Okay, das ist, glaube ich, ein Easter Egg. Kann ich nicht deuten jetzt. Okay, wir haben aber jetzt irgendeinen Exit geöffnet, ne? Das ERD-Exit. Ist das das hier? Oder ist es das hier? Ne, das hier ist es, ne? Okay, gehen wir mal hier rein. Hier ist auch wieder einer dote. Das ist schlecht. Sind das hier die verschiedenen Anordnungen? The Dark at Sea. The Dark at Sea, Subjekt 41. The Dark at Sea ist wahrscheinlich der Name einer Erinnerung oder so, hä? Wait in secret. Wait in secret. Warten im Geheimen. Welches Subjekt ist das? Subjekt 026. Der Zirkus. Ist das der Zirkus? Subjekt 07. Tod im Zirkus. Death in the circus. Tod im Zirkus. Vielleicht wurden uns diese Erinnerungen auch eingesetzt, damit wir Kriminal- und Mordfälle aufklären. Aber auf jeden Fall scheint das, was hier passiert, höchst illegal zu sein. Bin mir ziemlich sicher. Was haben wir hier? Leave war behind. Leave war behind. Lass den Krieg zurück. Subjekt 034. Crazy. Hier können wir wieder was rausfinden. Fabricated memories. Ah, hier, Überwachungsprotokoll. Staged? Alles ist, ja. Martha and Dory aren't real? Nope. They can just put all these fake memories into my head? I
I can't believe this. Alles unechte Erinnerung. Oh, what is going on with my head? Chill mal, Walter, ich will das hier lesen. Subjekt 07, Überwachungsprotokoll 01, Zyklus 1, 23.10.2001, 16 Jahre. Seit 16 Jahren sind wir hier und durchleben verschiedene Erinnerungszyklen. Liam Kennerly, designiertes Subjekt 07. Angaben zum Verfahren. Das Verfahren war erfolgreich. Messwerte fallen alle in den gewünschten Bereich. Künstliche Erinnerungen wurden geprüft und angenommen. Alte Erinnerungen wurden archiviert. Künstliche Erinnerung, traumatischer Familienmord, 01. Beobachtung. 8.05 Uhr. Subjekt erwacht und wirkt orientierungslos. Er kann keine Informationen über sein bisheriges Leben abrufen. 8.10 Uhr. Dem Subjekt wurde das künstliche Haus, das dem erfundenen Familienhaus nachempfunden wurde, präsentiert. Er erkennt und identifiziert das Haus als sein eigenes. Ihm entgeht jedoch der derzeitige Zustand des Hauses. 8.20 Uhr. Subjekt findet das Foto seiner Frau und Tochter, Martha und Dory. Er erkennt sie als seine Familie und kann sich an grundlegende Informationen über sie erinnern. 8.30 Uhr. Subjekt kann die traumatischen Teile seiner künstlichen Erinnerung nicht abrufen. 11 Uhr. Subjekt sucht nach seiner Frau und Tochter im Haus. 15.30 Uhr. Das Unterbewusstsein des Subjekts scheint seine Wahrnehmung drastisch zu verändern, um der künstlichen Erinnerung ohne die traumatischen Teile zu entsprechen. Erste Schlussfolgerung. Das Erinnerungstauschverfahren hat erfolgreich künstliche Erinnerungen in das Gedächtnis des Subjekts implementiert. Weitere Beobachtungen zeigen die mögliche Unterdrückung einiger Teile dieser Erinnerung, aber keine Anzeichen auf die Existenz alter Erinnerungen. Die Wahrnehmung des Subjekts ist verändert, um das Unterdrücken der Erinnerung zu unterstützen. Also, das Unterbewusstsein hat quasi automatisch traumatische Teile dieser Erinnerung unterdrückt, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Quasi das, was Menschen auch komplett im Real Life machen, ja? Traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit verdrängen und löschen, um sich diesen nicht stellen zu müssen. Genau das haben wir hier auch gemacht, nur mit künstlichen Erinnerungen in diesem Fall. Okay. Ist jetzt das Exit offen? Ne, hier kann ich jetzt durch, ne? Das hier ist jetzt offen. Restricted Area. Schauen wir mal. Wo wir hier jetzt hinkommen. Warum leuchtet hier alles so rot? Das ist turbo creepy. Da ist schon wieder eine Leiche. Hier sind überall Krankenbetten. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, sagt er. Was ist das? Oh, oh! Okay. Walter geht's gar nicht gut. Aber er heißt ja gar nicht Walter. Er heißt ja Liam. Aber alle seine alten Erinnerungen... Sag mir nicht, wir wurden... Nee, wir sind... Oh, das ist unsere eigene Erinnerung. Wir haben eine Einzimmerwohnung in Chinatown. Deswegen waren wir auch eben als in Chinatown zwischendurch. In unseren Erinnerungen. Weil unsere eigenen Erinnerungen angefangen haben hochzukochen. Yeah, yeah, I'm trying. Yeah. I'm not sure how long I'll stay here. I don't need most of it anyway. Das sind unsere eigenen Erinnerungen. I found this yesterday in front of my door. Yeah. Can you find this? $1,000 for every participant. Can you find us? Yeah. Still not sure if this is some kind of joke, but man. Und das ist die Firma Norn, die uns das geschickt haben. Eine Uhr. I could pawn it off. The last thing I have left of him. Arthur Kennerly, 1957? Das ist die Uhr, die wir auch eben dann gefunden hatten. Battery. Maybe it's not empty. Eine Batterie? Oh, die nehmen wir mal mit. I guess I'll have to find a job where I don't need a car.
Was steht hier? Sehr geehrter Mr. Kennelly, Ihr 2001 Honda Civic mit dem Kennzeichen KEN1757 wurde aufgrund Ihrer ausstehenden und oder verspäteten Zahlung für Ihren Autokredit zurück in Besitz genommen. Wir haben wiederholt versucht, Sie zu erreichen, leider ohne Rückmeldung. Ihr Fahrzeug wird auf einer Auktion versteigert, um den fehlenden Betrag Ihres Kredits zu tilgen. Zahlen Sie umgehend, um weiteren Schaden an Ihrer Kreditwürdigkeit zu verhindern. Klasse. Ist ja super. Was haben wir hier? Liam, es tut mir leid. Du bist nett, aber ich komme nicht drauf klar, wie du lebst. Ich dachte, wir könnten funktionieren, aber ich habe mich geirrt. Wenn du andere Menschen in dein Leben lassen willst, musst du dringend was verändern. Aber ich glaube, das weißt du. Bitte ruf mich nicht an und komm nicht vorbei. Von Sarah. Wouldn't have worked out anyway. Ja, hätte eh nicht funktioniert. Ja, ja, ne? So, hier gibt's ein bisschen Toast mit Ei. Nice. Und I'm broke anyway. No point in going out. Hab eh keine Kohle, muss auch nicht rausgehen. Oh, was ist das? Looks like some kind of puzzle box. Shouldn't be too hard for me. Eine Puzzlebox? I need something like a key here. Huh? Seems stuck. Klemmt fest. I can see a piece of paper. Ich sehe ein Stück Papier. Hier kann ich was drehen. Okay, warte, ich will erstmal kurz alles angucken. Was gibt's hier? Ein Knopf? Aha. So, da haben wir doch schon mal den einen Schlüssel. Nehmen. So. Können wir den schon mal hier reinmachen? Easy. Und das jetzt öffnen. Ich muss erst Batterien einlegen. Ja, eine habe ich ja. Okay, fehlt noch eine Batterie. Irgendwo hier liegt doch bestimmt noch eine Batterie. Wenn wir auch nicht viel haben. Aber noch die eine oder andere Batterie lässt sich doch bestimmt auftreiben. Hier noch ein bisschen alte Pizza. Schmecker lecker. Was ist das andere denn hier? Ist das nicht noch eine Batterie, die da liegt? Nee, ich glaube, das ist ein Film, ne? Das ist eine Filmrolle, glaube ich. Okay, das hier war der Zettel, ne? Can you find us? Pipapo. Vielleicht ist im Kühlschrank noch eine Batterie. Nee. Okay. Ja, hier. It's disgusting, but I like cold pizza. Kann man nichts sagen gegen kalte Pizza. Oh, was haben wir hier? Achso. It'll have to wait. Sudoku. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Batterie wäre? Na, warte, lass noch mal gucken. So, das hier ist offen, ne? Eine Batterie ist drin. Ja, wir brauchen wirklich zwei Batterien. Nervig. Aber das hier ist wirklich keine, ne? Ne, ich kann es auch nicht anklicken. Duck. Oh, warte mal, wir können hier noch irgendwelche... wir können hier noch irgendwelche... Knöpfe drücken. Okay. Das haben wir jetzt bekommen. Oh, was haben wir hier? Seems stuck. Hier müssen wir offensichtlich irgendwas einstellen. Aber was, wie und wohin? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich habe mir gerade so gedacht, vielleicht ist die nächste Batterie auch einfach hier drin versteckt, versteht ihr? Seems stuck. Immer noch? Hä? Habe ich das nicht gerade eben ne, ich habe das hier geöffnet gehabt. Okay. Hier müssen offensichtlich irgendwelche Symbole in der richtigen Reihenfolge. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, wie genau ich das rein einstellen soll. Hier müssen irgendwelche Sachen rein. Ah, guck mal. Hier kann schon mal so eine Disk rein. Da warte mal. Ah, guck mal. Dann ist das Ding schon mal hier. Okay. Soweit, so gut. Okay, wie öffnen wir jetzt das hier?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Und verschiedene Symbole. Aber keine Ahnung, welche Symbole und in welcher Reihenfolge. Also ich meine, nee, doch, warte mal. Zack. 2 ist der Kreis. 3 ist auch der Kreis. So, und 4 und 5 habe ich noch nicht, hä? Doch, 5 ist das? 5 ist das Ding? Und... ist das? Seems stuck. Das kann ich nicht öffnen. Okay, warte, kann ich die anderen nicht einfach raten? War's das? Jo, hab's! Nice! Durchsichtige Disk 3. Okay, dann kommt die hier rein, hä? Oder? Ne, hier oben. Okay. So, jetzt muss ich ja nur noch irgendwie... seems stuck. Das Ding hier öffnen. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich das Firmenlogo herstellen, hä? So wie das aussieht. Ja. Ja, definitiv. Da fehlt jetzt nur noch ein Disk. Seems stuck. Und die wird hier drin sein. Oder hier drin. Ah ne, da müssen ja die Scheiben rein. Hä, wie soll ich das Ding denn hier öffnen? Und dann kommt wahrscheinlich dieses Stück Papier heraus, wenn wir das Firmenlogo hergestellt haben. Und dann kriegen wir eine Wegbeschreibung, wo wir hin müssen. Und dann startet das Ganze erst wahrscheinlich. Seems stuck. Ja, das hier können wir öffnen. Hier fehlt halt noch eine Battery. Hier fehlt halt noch eine Battery. Was ist denn das hier oben? Komme ich da dran? Kann ich da was rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Ärgerlich. Seems stuck. Seems stuck. Okay, ja, das ist das Einzige, was noch fehlt. Aber warum kann ich das nicht öffnen? Ich habe hier die Knöpfe reingedrückt. Brauche ich da vielleicht irgendein Werkzeug für oder so? Da hinten? So ein Ding zum Aufhebeln? Oder was? Can you find us? Huh. Und es fehlt ja auch noch eine Batterie. Offensichtlich ist die nicht im Würfel. Die Batterie, die noch fehlt, muss ich irgendwo anders herbekommen. Wir haben hier die Uhr. Kann ich hiermit irgendwas machen? Mit der Uhr? Kann ich die für irgendwas benutzen? Nein. Kann ich nicht. Das hier auch nicht. Hm. Wir können hier noch irgendwie den Ofen aufmachen. Da ist aber auch nichts drin. Das ist hier nur der Text von Sarah. Schwierig. Oh, jetzt habe ich das eine Ding hier aufgekriegt, Freunde. Ganz komisch, ich musste neu laden. Ich habe irgendwie alle 4 Knöpfe gedrückt. Ihr seht, hier sind auch noch welche. Aber wenn man alle 4 drückt, kriegt man es nicht mehr auf. Man darf nur die mit den Punkten drauf drücken. Okay, ganz merkwürdig. Ich musste jetzt einmal neu laden dafür. Aber jetzt sollten wir alles öffnen können. Hier kommen die Batterien rein. Jetzt müssen wir das hier noch einmal machen. Das war ja Kreis, Kreis. 5 war ganz unten. Einmal runter, so. Und dann, so, ne? Guck mal, weiß ich noch auswendig. So, zack, gibst du mir das mal. Und jetzt können wir 1, 2, 3. So, jetzt brauche ich nur... Warte, erstmal muss ich das hier richtig drehen. Bis wir das Firmenlogo hergestellt haben, oder? So nämlich. Hä? Nee, warte mal. Nee. So und... und so. So ist das Firmenlogo. Jetzt fehlt mir nur noch eine Batterie. Und die ist hier.
So, ich habe jetzt nämlich nachgeguckt, wo ich den Kram finde. Ich habe nämlich so lange dran rumgedoktert, Leute, und habe es nicht rausgefunden, wo die zweite Batterie ist. So, das kommt jetzt hier rein. Wir machen das an. Machen es zu. Und? Something came out of the cube. It's ringing. It's ringing. Must be a hint. Penrose Street 80. Wait, that's right around the corner. Und jetzt? Should be easy to find. Ich weiß genau, wo wir jetzt hinkommen, Freunde. Zu dieser Telefonzelle. I'll go look for another hint. Wie oft waren wir jetzt schon bei diesen bei dieser Telefonzelle? Penrose Street. So, und irgendwo hinten ist jetzt diese Telefonzelle, die klingelt für uns. Von wo aus wir dann wahrscheinlich zu Norn gelockt werden. Da ist so eine. I should just look for another job. What am I even doing? Tja, einfach einen Job suchen. Kind of scam, right? Wenn es so einfach wäre, immer, nicht wahr? So, Penrose Street 18. Oh. Oh, jetzt hätte ich Bock hier auf was zu essen, ne? Maybe I'll find something in that back alley. Steppen wir mal hier durch. In die Hintergasse hier. Jetzt müsste doch hier irgendwo. Oh, is that a phone ringing? That must be it. Penrose Street 18. A Hallo? Phone booth? That's new. Oh, ich soll wählen. Now, Das. Also. Mach das Ding mal zu hier. Warte, was sind das für Zahlen? 7? 1? 7, 1. Sie. 718. 7. 7. 1. 8. Easy. Okay. This is slowly getting interesting. Oh, die Wand öffnet sich. Hier sind hier auch diese ersten Überwachungskameras. Nice base. Und dieser Lift. Erinnern wir uns an den Lift. So, wo sind wir hier? URD. URD. Der Bass ballert auf jeden Fall. Hier überall diese Kameras, die wir eben schon gesehen hatten, als wir am Entkommen waren. Und hier geradeaus das Norn-Logo. Sheesh. Grüßt euch. Moin. Das sind ja alles nur Pappfiguren. Ich dachte, hier schiebt's jetzt richtig. Hi Leute, hi. Hier ist auch dieser Zettel. Find what you seek. Finde, was du suchst. Mach ich. Krass. Das ist echt gruselig. Alles nur Pappaufsteller hier. Leute, mach doch mal ein bisschen Laune hier. Party oder was? Finde, was du suchst. Aber was suchen wir denn eigentlich? Das hier? This door looks a bit out of place. Oh, da kann meine Karte rein. Dann können wir rein. 1, 3, 5. Ah ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. What is this place? Welcome to Norn. Please enter Chamber 3. Willkommen bei Norn. Betreten Sie Raum 3. In dem waren wir eben, als wir den Verstand verloren haben. More puzzles? Was haben wir hier? Wir setzen uns erstmal hin. Okay. Erstmal hinsetzen, hast auch recht. So. Was steht auf dem Zettel? Just one last test. Start the timer. Okay. Hiermit. Tür zu. Wow. Da läuft jetzt ein 30 Sekunden Timer. Und jetzt? Ich kann nichts machen übrigens, ne? Ich kann nichts anklicken. Ich. What the fuck is this? Ich. Oh. Wurden uns hier unsere Erinnerungen gelöscht? Wahrscheinlich. Wir wurden einfach da reingelockt. Unsere Erinnerungen gelöscht. This can't be real. My name really is Liam Kennelly. Wir sind Liam Kennelly. Kann ich hier wieder raus? I can't believe this. Hier ist noch einer tot. Martha.
You're not real. Dory und Martha sind nicht real und wir sind seit 16 Jahren hier drinnen, ja? Ich kann hier nichts anklicken. Muss ich vielleicht hier zurück? Da schreit jemand. Ah, wir können hier jetzt lang. Da hat jemand geschrien. Da liegt so eine Kugel. Just another puzzle to lure me in. Puzzlekugel. Nehmen wir mit. Oh. Was ist das hier? Was sind das für Dinger? Solos? Was hat das alles zu bedeuten? Stromausfall. Stromkondensator fehlt. Okay, soll ich den wieder einsetzen? Schauen wir mal. Okay. I should try to turn the power on. Ja, können wir versuchen. Ist halt turbo creepy hier, ne? Was ist das hier? Alter, ich sehe gar nichts. Kann ich hier lang? Locked. Geschlossen? I think I need to turn the power on first. Ja, aber wie? Ich brauche doch nur einen... Warte mal, ist die Tür da aufgegangen? Kann ich da rein? Bei der 2? Naja, da steht ja. Generator 2. Schauen wir da erstmal nach. Guck mal. Perfekt. So, was fehlt euch hier? Ein Kondensator? Kein Problem. Kann ja nicht so... schwierig sein, oder? Bro, hier drin ist gar nichts. Ich kann hier nichts mitnehmen. Kann ich hier... Nee. Hä, ich kann hier nichts machen. Muss ich irgendwie hier hinten rein zum Generator? Aber wie komme ich da hin? Warte, aber es gibt noch einen anderen Raum auf der anderen Seite. Hier sind auch keine Ersatzteile, ne? Hier ist jetzt verschlossen. Und hier haben wir Raum 1, Generator 1. Hallo. Grüßt euch, moin. That must be the generator. Oh, but it's not working. Ja, da fehlt ein Kondensator. One of these things is broken. Now I just need to find a replacement. So. Und den Ersatz finden wir wahrscheinlich drüben in Raum 2. Dann müssen wir jetzt dahin wahrscheinlich. Aber was ist das hier bitte für ein riesiger Komplex? So. This one seems broken. Scheint kaputt zu sein. Wahrscheinlich, wenn es grün leuchtet, sind sie gut. Hä? Haben wir hier einen, der grün leuchtet? Jupp. Guck mal. This one looks good. Den nehmen wir mal mit. Ein wunderbarer Kondensator, den setzen wir mal ein. Stellen den Strom wieder her. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, rein damit. Oh, perfekt. Licht, bitte. Danke. Okay, warte, muss ich nochmal hier an den PC? Neustart. Funktioniert, oder was? Was ist das? Stell den Strom zur Maschine wieder her. What the hell did I do? There's an exit over there. Ein Ausgang. Okay, was steht hier jetzt? Why would I touch that again? I just need to get out of here. Okay, ja, wir fassen es nicht an, alles klar. Chill, Mann. Was ist das für eine Maschine? This room feels sinister. Is this where they messed with my head? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie hier mit deinem Kopf rumgespielt. Locked. It looks like I need an ID card to get out of here. Eine ID-Karte? Wo soll ich die denn jetzt herbekommen? Vielleicht irgendwo hier auf den Tischen, ne? Eine Waffe. Did I kill all these people? I really did all of this. Making me believe I murdered my family is bad enough.
Aber es kann doch nicht sein. All those people in here. They were real. Es kann doch nicht sein, dass ich die Leute umgebracht habe. Ich war doch noch in der Erinnerung gefangen, oder nicht? Ich bin ja eben erst ausgebrochen, oder? Death of last subjects. Subjects 2 and 3. Brain hemorrhage. Gehirnblutung und so weiter. Old memories resurfacing. Severe headaches. Inflamed brain tissue. Aha. Memory imprinting. Klingt nicht gut. Risks. Resetting imprinted memories. Blocking the original memories again. Countermeasures. Initiate the next cycle. Immer den nächsten Cycle. Further research required. Dr. Ian Keller. Dr. Ian Keller. Ja, also. Oh, shit. Scheinbar. Does this mean I have to use this machine to fix myself? What? I don't have time for further research. I just have to try it. Ich muss die Maschine benutzen. An ID card from one of the researchers. Oh, this could be my ticket out of here. Okay, gehen wir jetzt raus oder benutzen wir die Maschine? Oh, my head. Also, focus. In dem Bericht gerade stand drinne, dadurch, dass alte Erinnerungen zurückkehren und die eingesetzten Erinnerungen wieder überschrieben werden, entsteht Gehirnbluten und was weiß ich und die Patienten sterben. Diese Maschine kann das wieder gut machen. Wir haben jetzt die Keycard und wir können rausgehen. Gehen wir raus, sterben wir wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 24 Stunden. Benutzen wir die Maschine? Keine Ahnung, was dann passiert, aber... Kann ich die... Is this the machine? Das ist die Maschine. Kann ich die benutzen? Kann ich die Maschine benutzen? Warte, vielleicht muss ich am PC was anstellen. Wait. Ja, guck mal hier. Nee, doch nicht. Wir haben hier nur E-Mails. Automatischer Lockdown. Einrichtung befindet sich derzeit im Lockdown. Dr. Keller, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich habe fantastische Neuigkeiten zum Projekt. Mitarbeiter kündigen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir werden uns darum kümmern. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie die richtige Ansprechperson sind. Brandon Lee, ein Mitglied meines Forschungsteams, deutet darauf hin, kündigen zu wollen. Das hat wohl alles mit seiner Familie zu tun. Okay. Bla, bla, bla. Gut. Ja, sind E-Mails. Wie kann ich die Maschine starten? Muss ich vielleicht nochmal hier oben hin? Ans Bedienpult? Ich glaube, wir müssen die Maschine benutzen. Alles andere... Oh, locked. I need the password. Wir brauchen einen Sicherheitscode. Password. Was steht da? Ah. What am I doing here? Okay. Tragische Geschichten. Tod im Zirkus. Erinnerungsdisk eingelegt. Subject muss ich... 7. Alter, setze ich mir jetzt wirklich diese Erinnerungen wieder ein? Nee. Nee, nee, nee. Ich dachte, wir können uns heilen, okay? Ich dachte, wir können diese Maschine benutzen, um uns von den eingesetzten Erinnerungen zu heilen und diesen Ort zu verlassen. Aber wir würden jetzt einfach nur die... Das, was wir alles jetzt wiedererlangt haben, unsere eigenen Erinnerungen, würden wir wieder vernichten, mit dem Tod im Zirkus wieder ersetzen und wir wären immer noch hier. Und wir hätten immer noch die falschen Erinnerungen. Nein. Dann gehe ich lieber raus und verrecke. Nee, das mache ich nicht. Ich setze mir hier nicht wieder alte Erinnerungen ein, die nicht mir gehören, nur um nicht zu sterben, wenn ich gar nicht ich bin. Dann gehe ich lieber raus. Dann, liebe Freunde, ich muss die Maschine benutzen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ich dachte, man kann sich jetzt entscheiden. Aber ich setze mir doch einfach nur wieder die Erinnerung ein. Ich wette 100 Euro, ich wach gleich einfach wieder in dem Haus auf. Gut, Vorgang einrichten. What now? Was muss ich denn jetzt hier machen? I think I need to set up these modules. What the hell? Modul 1, 4, 7, 8, 9. Was sind das denn für Module? Disk Drive. Ein Laufwerk, ja, mit den Erinnerungen, hä? Was sind das für Module und wie kann ich die... Was haben wir hier? Erinnerungsdisk 1. De-imprinting.
Oh, this might be what I need. Entprägung. Ah, okay. Wir können also... Ah, guck mal. Wir können hier eine neue einsetzen. Warte, was ist das hier? Death in Circus. Hier. Entprägung. I hope I know what I'm doing. Entprägungsdisk. Ja, Liam Kennelly. Vorgang einrichten. Guck mal, jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr so viel hier. Modul 2, 3, 5 und 6. So, wie kann ich die einstellen? Okay, wir können unsere Erinnerungen wieder zu unseren Erinnerungen machen, quasi. Jetzt muss ich hier... Da sind die Module. Ne? Ja. Modul Rack 1, 2... Warte, welche brauche ich? Ich muss nochmal kurz nachgucken. Und dann einfach nur diese Module richtig einstellen. Ich muss mir die Zahlen merken, nicht, dass ich die falschen einstelle. Wir brauchen Modul 2, 3, 5 und 6. Okay, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6, das ist ja easy. Ah, es wäre auch da auf dem Bildschirm gewesen für Blöde. Ah, okay. Na gut. Dann doch erstmal 2. So. Wie stellen wir das jetzt ein? Vermutlich müssen wir die Wellen einfach nur angleichen, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Yep. Easy. So. Oh, this is bad. Ja, es ist definitiv schlecht. Modul 3. Ah, okay. Das muss wahrscheinlich genau voll sein, ne? Oh, it's getting easy, worse. Easy. Oh. So. Und Modul Rack 5? Ne, was ist das hier? Ah, das ist 5. Okay. 5 jetzt auch machen? Okay. Muss ich die einfach nur richtig drehen, oder was? Scheinbar ja. Okay. I really think I need to hurry. Ja, Bro, ich beeile mich doch schon. Alter! So, was ist hier jetzt? Power? Power 1? Set? Ah. Nee, hä? Reset. Ah. Reset? Aha, Reset? Okay, das war nicht gut. Set? Okay. Oh, please let this fucking work. Muss ich jetzt einfach da reingehen oder was? Soll ich in die Maschine gehen? Oder... Warte. Was muss ich machen? Muss ich noch was aktivieren? Kann ich das von hier aus machen? Waiting for Operator. Muss ich nochmal nach oben? Warte kurz. Check. Check. Prozess starten. So, this will leave only my original memory intact? Ja, hoffentlich. I guess I've got nothing left to lose. Hoffen wir es. Let's go. This the machine. Das ist die Maschine. Ja, Bro, wie oft willst du noch sagen? Versuchen wir es. Damit unser Gehirn nicht platzt. So, De-Imprinting. Also werden alle Fake-Erinnerungen jetzt gelöscht, oder? I'm so sorry, Martha and Dory.
You may not be real, but I am. I'm not sure why, but I want my own life back. Schon lieber die richtigen Erinnerungen, auch wenn sie nicht schön sind, als Fake-Erinnerungen, die auch nicht schön sind. So. Hier leuchtet aber alles verdächtig rot. Hat alles geklappt? Ich kann mich nicht bewegen. Ist alles dunkel. It feels weird. I know I just removed the fake memories, but I can't remember anything about them. Ist doch gut, ist doch gut. Keycard? Oh, I still killed all these people. Und raus hier. Aber wie können wir die Leute alle getötet haben? Wir waren doch eingeschlossen in Erinnerung. Blut auf der Treppe, wir gehen hoch. Fußspuren hier, blutig. Was ist das hier alles? Hier sind überall Fußspuren. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Kommen wir einfach so raus? Let me just get out of here and hope they leave me the fuck alone. Probably too much to ask. But I won't make it easy for them again. Hoffentlich finden die uns nie. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Thank you for playing. Revale. Ein sehr geiles Game. Also. Storytechnisch und wie sich das alles aufgelöst hat. Ultra gut. Ich denke, wenn ich an den PCs noch ein bisschen mehr in den E-Mails gestöbert hätte, dann hätten wir vielleicht auch noch mehr rausgefunden, warum die das mit diesem Erinnerungstausch da machen. An diesem Ort. Ich habe erst bei dem letzten PC dann eben gesehen, dass wir auch E-Mails durchlesen können. Aber trotzdem unglaublich gutes Spiel. Gerne eure Meinung mal in die Kommentare, Freunde. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber... ich fand's richtig, richtig gut. Wir sehen uns gerne wie immer im nächsten Video, im nächsten Stream, auf dem Main-Channel oder was auch immer. Euer Tjulfa verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin. Bye, bye.